Ich habe Hunger. Und so haben wir unseren Allianzgefangenen gefunden. Aber es ist noch viel mehr passiert. Noch sehr viel mehr. Mögen eure Schritte lautlos sein. Ich weiß, was danach passiert ist. Nimm mich hier. Okay, wir gehen jetzt wieder zu Rico. Rico hat noch nie einen Nappel geflutscht. Naja, fast noch nie. So, wisst ihr, wir haben nicht nur nach der Allianz gesucht, wir haben auch nach diesen watztrommeligen, flipmippischen Jinjo gesucht. Naja, wir haben sie auch gefunden. Okay, wir hören uns mal Ricos Bericht an. Schön. Flutsch hier, flutsch da. Wir sind weiter nach Süden, bis Shokia wegen irgendwas rumgejammert hat. Schaut da vorn, ein Allianzbomber. Ich sehe es, Shokia. Ich schaue mir das mal an. Shokia hat auf den Gefangenen aufgepasst und Kirin ist vorgegangen. Wagt nicht, ihr zu folgen, Rico. Ich will nicht, dass ihr wieder alles ruiniert. Nein, du Flitzepter! Rico lässt sich jetzt nicht mehr rumkommandieren. Vielleicht ist Rico ausgeflippt. Ein bisschen. Du bist ein ramdübel-nampuckiger Knetzelpfupfer mit dem Fädel statt einem Kopf. Shokia anzuschreien hat nichts gebracht. Also bin ich stattdessen Kirin hinterher. Alter. Plötzlich habe ich ein Geräusch gehört. Kirin war gefangen. Shokia! In dem Jinju-Netz. Rico! Okay. Ich rette dich, Kirin. Schon aus einer Meile Entfernung gehört. Hallo, hier, ich rette dich. Was? Ich habe Hunger. Wenn die Jinju diese Falle aufgestellt haben, werden sie bald zurückkehren. Kirin schaut entsetzt zum Horizont. Dunkle Fürstin wache über uns. Sie sind hier. Rettet euch, Rico. Niemals. Rico wird dich bis zum Tode verteidigen. Alles klar. Sie werden mich nicht kommen. Alter, die kotzige Jinju abzuboxen. Kommt schon, ihr Dammbutze. Ich hab die Fäuste geballt und mich auf den Kampf vorbereitet. So. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ein bisschen mit Dreck bewerfen. Alter. Okay. Ja, hallo? Kommt doch näher. Achso, ich dachte, ich kann sie jetzt. Zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht. Ja, wenn es so schön gehen würde, so schnell. Hammer, ey. Na komm. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Noch nicht bereit. Ah, der Affe hat ziemlich fiesen Schwinger, ne? Flugzeug, Hosen abschauen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Als ich mit Kämpfen fertig war, bin ich rüber zu Kirin. Für meine Belohnung. Rico, ihr habt mein Leben gerettet. Ja, also, Baby. Kriegt Rico jetzt ein Küsschen? Natürlich. Lasst mich nur meine Maske absetzen. Ja. Was? Was zum Fiddle ist mit deiner Gotsche los? Bist du etwa tot? Ah, schön. Ja, und so ist es geschehen. Ach nein, ehrlich, ey, schön. Muss ich sagen, Moment. So. Okay, Rico. Rico ist ein Weiberheld und ein Teufelskerl und ein Knatzel. Und ein Knatzel bist du, ja. Ja, ich bin weggelaufen. Na und? Ohne mich wäre Kirin jetzt tot. Oh, Moment. Sie ist bereits tot. Bereits. Geht weg. Rico hat Kopfschmerzen. Ja, ich bringst du Rico Glitchis mit, dass ja? Dass Jinju und die Allianz sich verbündet haben. Das ist nicht Wenn gut. Wenn ihr mit mir sprecht, gebe ich euch den letzten Teil unseres Berichts. Na gut. Nur wenige von uns hier draußen... Alle Widrigkeiten zum Trotz. Aufregend. Natürlich. Butter bei die Jinju. Nachdem unser Anführer in Jade verwandelt wurde, unser Hosen-Führer verschwunden war und wir einen kriegsgefangenen Schlepptor hatten, blieb uns nur eins für Kirin und mich zu tun. Ins Feindesland einmarschieren und Rache nehmen. Wollt ihr wissen, wie das gelaufen ist? Aber natürlich. Nach den Kriegshäupten. Oh. Wir haben in den Hügeln über dem Jinju-Dorf ein kleines Lager aufgeschlagen. Da niemand unseren Gefangenen bewachen konnte, musste ich sicherstellen, dass er unfähig war zu fliehen. Bam. Ich näherte mich dem Jinju-Dorf und nahm es ins Visier meiner Waffe. Ja, das wollen wir mal gucken. Kirin hatte es zum Jinju-Dorf geschafft. Ich
Ich sah, wie sie am Rand des Dorfes in den Tisch hockte. Ich strengte meine Augen an und konnte so gerade noch ihre Lippen lesen. Er schießt alle Wachen, sodass ich weiter kann. Ich habe ja schon zwei erledigt, aber ich wollte ja erstmal den offiziellen... Huch! Die offizielle Erlaubnis. Bam. Wie cool. Ja, ganz Gute genau das Arbeit ist es. Gute Arbeit da hinten. Noch einmal. Natürlich. Na, hör mal. Schauen wir mal, ob mein Hosen-Gift auch bei Jinyu wirkt. Versucht bitte, mich nicht in die Luft zu jagen, Shokia. Die Mitte des Jinyu-Dorfes war frei. Um sicher zu gehen, platzierte Kerin ein paar explosive Fässer, auf die ich schießen konnte. Na dann. Wo sind die Fässer? Die sehe ich gar nicht. Hier und da. Wo bist du? Entschuldigung, ich musste das tun. Das war ein innerer Drang. Ihr wisst es doch. Ich sollte warten, bis die Gegner kommen, oder? Wo war denn jetzt der dritte? Ach, hier unten, ich bin so. Das wird die Jinyu und die Allianz lehren, sich nicht mit uns anzulegen. Lasst uns hier verschwinden. Wow, die Stimme. Shokia, sie haben mich entdeckt. Gebt mir Rückendeckung. Okay. So, hier ist noch einer, da ist noch einer. Ich glaube, es ist schwerer, die Leute erstmal zu entdecken, bevor man sie abknallt. Okay. So schnell werden sie nicht... Na, nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. So, hoppala. Nein, Hilfe. So, und hier? Die Luft war rein. Okay. Kerin begann ihre Flucht. Schon wieder? Du bist nicht gerade geschickt, ne? Noch ein Jinyu-Netz. Und wir waren so nah. Ich spürte Aufruhr auf der östlichen Insel des Dorfes. Oh, oh. Ich bin zurück, ihr Knatze! Kommst du alleine klar oder soll ich? Na komm, okay. Ich denke mal, ich muss ihnen helfen. Hätte ja sein können, dass er jetzt echt mal ausholt. Alter. Ja komm, du kannst weiter. Kumpel. Ich bin gleich da, Kirin. Und deine tote Gotsche macht mir auch gar nichts aus. Rico. So. Ich dachte schon fertig, ey. Ich wollte gerade einen Schluck trinken. Ey, ihr Säcke. So, jetzt aber. Nein. Ey, das ist doch nicht. So, Alter! Seid ihr bald fertig? Los, Kirin, lass uns zum Fiddle nochmal von hier abhauen. Tja, das ist eine echte Romanze. Was denn jetzt? So. Ja. Noch am Leben? Nein. Bleibt am Leben. War jetzt auch am Sitzen, ne? Jedes Land wird unserem Volk gefallen. Natürlich. So, das Wichtigste, das wir lernten, war, dass die Allianz nicht nur Freundschaft mit den Jindo geschlossen hat, sondern sie auch mit Waffen versorgt und ihnen beibringt, wie man sie benutzt. Die Allianz hat jetzt eine Armee, die uns 30 zu 1 zahlenmäßig überlegen ist. Und wir, die Horde, haben Freundschaft mit Affen geschlossen. Geht ohne mich weiter. Wann immer du das so sagst... Huch, was ist das? Ein Junge der Allianz? Hier? Wartet, ich kenne euer Gesicht, Mensch. Ihr seid der Sohn von Varian Vrynn. General, ich verlange, dass man mich der Obhut meines Vaters übergibt. Ha, stellt noch eine Forderung, Prinzin, und ich werde euch die Schultern von eurem Kopf befreien. Ich glaube, das heißt nein. Anduin Vrynn, eine passende Belohnung für unsere Mühen. Nemesis, kommt, wir müssen uns unterhalten. Wieder typisch Deutsche. Wir müssen reden. Okay, warte mal. Hier unten. Das war super. Das war super, super duper. Ja. Gut, wie alle wissen. Vielleicht wisst ihr es nicht, wie es ausgegangen ist.
Ich kann nur eins vorweg sagen, es ist nicht so glimpflich ausgegangen, wie wir das alle hier geplant haben. Hallo? Ja gut, Nazrim. Die Spitze des Hordenspeers darzustellen, es gibt keine größere Ehre. Das stimmt. Gorillas in unserer Mitte. Prinz Anduin Vryn, der Sohn des Königs unseres Feindes. Das Glück ist der Horde erneut gewogen, Nemesis. Aber es gibt eine Kehrseite der Medaille. Wir waren naiv zu glauben, das Kind wäre allein. Jeder Allianzabschaum in diesem Land wird jetzt verzweifelt nach diesem kostbaren Prinzen suchen. Gemeinsam werden wir das Gebiet durchkämmen und seine Möchtegern-Rasse ausschalten. Was? Möchtegern rettet? Was? Seine Möchtegern rettet ausschalten? Was ist das denn? Seine Möchtegern rettet? Kenne ich nicht. Wenn ich die 8 Allianz-Inflatoren, bla bla bla. Gut. Egal was kommt, wir kämpfen weiter. Gut, und wir werden jetzt tatsächlich halt auch nach und nach die Sachen austauschen. Wenn wir jetzt halt mal eine vernünftige Hose haben, das jetzt nicht. Das jetzt auch nicht, weil wir haben jetzt auch nichts hier am Hals, ne? Doch, tatsächlich. Mäh. Aber Erbstücke, die jetzt nicht, die sind nur stärker. Hauen jetzt aber nicht hier irgendwie mehr Erfahrungswert rein, ne? Genau. So, wohin soll ich denn jetzt? Kommst du etwa mit? Nein, geh weg, geh weg, geh weg, ich habe Angst. Hilfe, ah, Hilfe. So, ich muss den abschütteln. Nazrim ist irgendwie sauer. Der will mir immer hinterher. Wer bist du denn? Was liegt an? Grünliche Energie. Ich sage nur eins, Methan. Wir werden Umweltschützer, saubere Verbrennung, gute Verfügbarkeit, ganz natürlich und was? Wir werden Umweltschützer, saubere Verbrennung, gute Verfügbarkeit, ganz natürlich und hält mir die Druiden vom Leib, wenn wir wieder zurückkommen. Außerdem ist mir das Schießpulver ausgegangen, daher brauche ich eure Hilfe, Nemesis. Nein, nein, die Drecksarbeit sollt ihr nicht verrichten, ganz besonders nicht vor den Augen des Generals. Um diese Vorkommen kümmere ich mich selbst. Sammelt ihr Holz für ein kleines Gebäude, denn ich plane schon einmal für einen längeren Zeitraum. Okay. Gut drauf. Ist ja wie bei Minecraft, einfach nur Holz sammeln. So, war hier nicht auch noch irgendwas? So, ich muss Holz sammeln. Fragt nicht, lasst mich. Hallo? So, ach, guck mal an hier. Ach du Schande. Ja, stimmt ja. Sind jetzt alles Elite-Viecher? Hm. Lalalala. Und hier ist doch ein bisschen Holz. Klar, machen wir so nebenbei. Wir hauen die Leute und sammeln Holz. Diese Fähigkeit ist doch nicht bereit. Ich habe zu wenig Energie. Ich habe kein Ziel. So, dankeschön. Jackmilch. Und ein Stück Holz. Natürlich. Genauso in der Reihenfolge. So, mein Freund. Ich kann das noch nicht tun. Komm mal her. Genug Energie. Dankeschön. Ich brauche noch Holz und ich brauche vor allen Dingen da hinten die Teerpflanze. Ne, hier ist es eine Teepflanze. Bin ich jetzt doof? Was ist denn das jetzt? Tee oder Teer? Teepflanze. Zerfetzte Teepflanze. Wie komme ich auf Teerpflanze? Ich peile das nicht. Bin zu doof zum Lesen, ey. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Du darfst mal beflissen sterben. Ich wollte dich doch gar nicht. Entschuldige. Geh mal weg. Ich fürchte nichts. Ich weiß. Ich habe zu wenig Energie. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das noch nicht tun. Alter, geh doch mal weg, Mann. Ich will den Typen hier looten. So, ich möchte jetzt gerne Holz sammeln. Dass du tot bist, ist ja schon, ne? Muss ich ja nicht mehr erwähnen. Ach, guck an. Holz, Holz, Holz. Das ist schön. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ja, schade. Geh doch mal weg. Nazrim, du störst aber wirklich, ne? So, wir haben 7 Typen. So, was ist hier wieder? Reiches Geistereisenerz vorkommen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe zu wenig Energie. Wow, das ging schnell.
Okay, Windwollstoff. So, die haben wir. Jetzt muss ich nur noch Holz sammeln, oder was?